Offenbar komme ich jetzt in dunkle Grab. Cool. Und der Blob verfolgt mich immer noch. Was ist denn das? Sieht aus wie ein Zahn. Da geht's irgendwo rein. Ich weiß nicht warum, aber die Wand sieht irgendwie nice aus. Fast wie als wenn sie eher gezeichnet wäre, statt wiederum von etwas aus einem Spiel zu sein. Was ist denn das? Ein Brunnen? Okay. Kann das sein, dass ich da momentan nichts mitmachen kann, weil ich das nicht verstehe? Oder eher, weil ich etwas nicht habe? Lass mich raten, ich kann da nicht rein, weil mir irgendwas fehlt. Ich brauche scheinbar eine Laterne oder ähnliches. Chilischote. Gefahr. Wenigstens das kann ich lesen. Och nö, nicht schon wieder. Ich wollte jetzt nicht wegen dem dämlichen Geschütz hier wieder verrecken. Dass ich da jetzt nicht einfach durchfall. Na, aber die sind dead hier. Willst du deine Kraft vergrößern? Ah, die Zähne machen Angriffskraft scheinbar. Keine Ahnung, Fuchsstatue, Verteidigung, Blume ist LP, das Pulver ist ein Trank und die komischen Blätter, keine Ahnung was. Okay. Und ich muss dann zu dieser Statue hin und LB drücken? Und muss dann scheinbar wohl Kohle plus Dingensbummens. Item. Wohl dann abgeben, damit ich dann da ein Level Up habe. Alright. Okay. Gartenritter ist. Echo des Ichs. Ja, das habe ich schon bereits gesehen, dass ich da eine Seele von mir zurücklasse. Versuch mal so stark zu sein.
kleine Infos. Nicht sehr viel, aber hey, immerhin etwas. Achso, warte mal, dann könnte ich ja auch direkt das mal machen, ne, mit dem Verbesser. Ich sehe gerade, ich trage meine Pulle mit mir herum, wenn ich scheinbar die benutzt habe. Achso, ich sollte doch nicht das benutzen. Naja, egal. Ah, hier mache ich das. Okay. Das war für mehr Angriff. Das ist... Was war das nochmal gewesen? Mehr Gesundheit? Nee, das war... Mehr Trank? Besserer Trank? Irgendwas war das. Irgendwas mit Trank, glaube ich, ne? Das ist mehr heilt bestimmt, wa? Ja, das ist mehr heilt. Und das war LP. Das braucht aber 200. So, wie viel mehr LP habe ich? Wow, noch ein Stückchen. Ist auf jeden Fall ein Stückchen, was ich da bekommen habe an LP. Kanalisation. Darf natürlich nie spielen. Darf natürlich nie fehlen in einem Spiel, ne? Die Kanalisation. Anfängerbereich in jedem Game. Beheimatet von Schleimen, Ratten, Mutanten, Skeletten manchmal. Und irgendeinem komischen Boss. Der es irgendwie geschafft hat, dort unten zu überleben. Während niemand sich scheinbar darum gekümmert hat. Okay, hier haben wir eine Ausnahme. Hier haben wir irgend so einen Soldaten oder Ritter, der da in der Kanalisation planschen geht. Oh. Klassiker. Oh Mann, ich darf wirklich solche chilligen Spiele nicht spielen, wenn ich irgendwie übermüdet bin. Oh, Dreck. Oh. Kragel? Freundlicher Vogel, der gern Schlorms frisst. Krabbo, Krabbi. Krabbo hat eine harte Schale, aber Krabbi hat Freunde. Und Bote, mehr Fragen als Antworten. What? Zur Oberwelt? Froschdomäne? What? Froschdomäne. Noch in der Ausbildung, sie greifen abwechselnd an. Gut ausgerüstet, versucht immer dreimal anzugreifen. Ein Babyschlorm, der sich noch nicht drehen kann, aber dennoch nützlich ist. Die ausgewachsenen Exemplare haben Haken auf ihrer Zunge. Zauberkugel? Okay. Ah, verdammt. Ich habe die Explosion vergessen. Oh.
Und? Haben wir wieder eine Kiste? Oder einen Weg? Ja, okay, Kohle nehme ich mit. Oh, hier in dem Wasser kann ich gar nicht ausweichen, merke ich gerade. Habe ich mir schon irgendwie gedacht, dass das wahrscheinlich irgendeinen Nachteil haben wird, abgesehen von etwas langsamerem Laufen. Oh, oder? Warte mal, habe ich keinen Damage bekommen? Doch, ich glaube, ich habe Damage bekommen gerade, oder? Meine ich zumindest. Dass da in dem Fässer nichts drin ist. Ich finde diese Brücke irgendwie ein bisschen komisch. Normalerweise müsste ich doch da einfach runterfallen, oder nicht? Weil die ist ja wie so eine Wippe. Ich glaube, da ist kein Weg. Schon wieder diese komische Leuchtelinie. Die sich jetzt mal eben einfach gegenseitig in die Luft gejagt. Das sieht aus wie eine Sackgasse. Aber wer weiß, vielleicht könnte man hier irgendwas sehen, wenn man eine Fackel oder ähnliches hätte. Mich wirklich, was für eine Spezialtechnik ich bitte angewendet haben soll. Ich weiß nicht mal, was eine Spezialtechnik ist, aber ich habe eine Spezialtechnik perfekt ausgelöst. Au. Oder nicht ausgelöst, ausgeführt, meine ich. Hi. Ach klar, noch mehr! Oh, verdammt, bin ich blöd. Warum saufe ich in der Sekunde, wo ich weiß, dass er angreift? Dass irgendwas Bestimmtes bewirkt? Abgesehen von, der geht mir dann nicht mehr auf die Nerven. Hier war doch irgendwo eine Kiste, oder nicht?
Ach, hier unten. Noch einer! Tod durch Hentai! Fuck! Ah, oh, goddammit! Tentakel aus dem Nichts. Das ist die Kanalisationskarte. Hier gibt's einen Boss? Offenbar gibt's hier einen Boss? Glaube ich zumindest, wenn ich das da richtig verstehe mit dem Totenkopf. Meine Fresse! Der trifft aber einen echt oft. Oh shit! Okay, das war eine dumme Idee. Das war eine dumme Idee. Ich dachte, ich könnte da einfach mal so einen kleinen Speedrun machen, aber no. That's not possible. Oh, verdammt. Ah, verdammt, Mann. Lass mich doch mal da weg, da, Mann. Jetzt habe ich schon wieder nicht drauf geachtet, ich Depp, Mann. Wie viel Geld ich eigentlich habe, wenn ich stirb. Stirb? Wenn ich sterbe. Oh, das Geschütz ist noch da. Weil das Geschütz ist wieder da? Was ist denn das für ein Blödsinn? Ach, hier waren die Tentakel, ne? Ja, hier waren die Tentakel. Ach, ich kann da gar nicht hoch? What? Dann gibt's Stellen, wo man doch einfach runterfallen kann. Das wusste ich nicht. Ich dachte, es ist quasi so, ja, bist du da irgendwo am Rand, dann kannst du einfach nicht runterfallen. Geht halt nicht. Hast immer eine unsichtbare Wand vor der Nase. Aber offenbar gibt es wohl doch Stellen, wo du einfach runterjumpen kannst. Oh, warte mal. Das ist von da, kann das sein? Da muss ich ja einmal wieder rum. Nee, lass mal. Wenn ich sterben sollte, dann gehe ich ja hin. Oder ist das eine Abkürzung? Das ist eine Abkürzung, richtig? Ja. Dann könnte ich auch jetzt dahin, theoretisch.
Das war für die Verteidigung, richtig? Ja. God damn it! Die wachen auch alle auf, wa? Ja, dachte ich mir schon. Ich erwarte das einfach nicht, dass da irgendwelche Gegner plötzlich einfach aufploppen. Was ist denn das? Mana? Vielleicht? Keine Ahnung. Ach, da bin ich. Schon wieder hier. Oh, hey. Kriege ich jetzt eine Lanterne? Eine Lanterne, die blau leuchtet. Aber ich habe keinen Boss. Das sieht doch so aus, als wenn es da einen Boss geben würde, oder nicht? Der Fuchs mit dem Fragezeichen steht da halt deswegen davor, damit man schön halt ein bisschen versteckt, wo denn halt jetzt der Weg da genau jetzt ist. Hey, jetzt kannst du mehr sehen. Jetzt mal, das ist wohl der Weg. Oh, toll. Oh, toll. Ja, lass mich mal weg hier. Aufstehen, Mann. Ich bin doch nur ein kleiner Fuchs. Ich kann nix. Meine 10 Browser sind gerade alle abgestürzt. Genau wie meine Aussprache. Ist das heute nicht mehr, ne? Mit den Tabs. Irgendeine Version damals, ich weiß nicht warum, hatte irgendwelche Probleme gemacht. Da hattest du dann YouTube-Videos zum Beispiel geguckt gehabt und die sind ständig hängen geblieben. In der Kanalisation und unter der Erde. Okay. Ist das hier unter der Erde? I don't know. Ist auf jeden Fall auch eine Karte. Ah, das ist das dunkle Grab. Und das ist da rechts scheinbar irgendwas unter der Erde. Festung des Südgewölbes. What? Hat's was damit auf sich? Ich bekomme auf jeden Fall eine Karte nach einer anderen. Ich bin... Boah, das ist das dunkle Grab. Oh, da gab es noch einen Nebeneingang, Nebenweg, wie auch immer. Okay. Wo ist der Boss? Gab es da unten überhaupt einen Boss? Oh, eine Falle. Ey,
Ich hab geblockt, das habe ich gesehen, das habe ich gedrückt, das habe ich auch gefühlt. Das habe ich aber auch nicht bemerkt. What? Ah, okay. Wait, der ist nicht tot? Also tot, tot meine ich. Oh, jetzt aber. Bisschen schwierig, die Orientierung zu halten, wenn man nicht so genau weiß, wo man eigentlich genau ist. Wobei, warte mal, Karte. Ich muss zwei Schädel irgendwo hinstellen oder was? Ja, da wird's hochgehen, wenn's hochgehen würde. Ah, hier geht's hoch. Ah, gar nicht bemerkt. Und jetzt kann ich auch an die Kiste kommen. Wo das Grab da mal eben zur Seite geschoben worden war. Noch so eine komische Karte. Diesmal mit einem Ring und einem Schwert drauf. Was die wohl machen? Haufenweise Laser da unten. Okay, nach rechts ist eine Sackgasse, gut. Das ist wirklich echt nice, dass man sich da auf der Karte sehen kann. Wie ätzend wäre das, wenn du das nicht hättest. Oh hey, Feuerbomben! Dann schmeiß ich mal meine Mollys mal wieder hier rein. Nein, nicht da drauf. Nein, ich will auch nicht meine Karte öffnen, Mann. Bringen die auch Schaden durch die Falle? Die ist weiß oder blau. Ist das jetzt für so eine Malerpulle? Ah nee, das ist die rote. Ach so, die sah einfach nur so aus. Cool. Ein Heiltrank mehr. Die sah einfach nur so bläulich aus aufgrund wegen der Beleuchtung hier. Oder beziehungsweise grün. Ja, auf jeden Fall blass. Die war auf jeden Fall blass, die Farbe. Au. Ich will hier keine Akupunktur haben. So eine kleine Express-Akupunktur kann ich nicht gebrauchen, du. Falsche Karte? Oh, da ist sogar der Weg eingezeichnet. Ach so. Ich stand kurz vorm Ausgang. What the fuck ist das denn?
Das habe ich auch schon bei einem anderen Spiel. Ich weiß nicht, ob ich das gestreamt hatte oder ob ich das jetzt einfach nur privat gespielt hatte. Bemerkt. Aber da war es auch so, dass ich eine Taste gedrückt habe und aus unerklärlichen Gründen hat mein Charakter sich bewegt. Ich tue einfach nur mein Schild hochheben. Mehr nicht. Man könnte meinen, das wäre Drift, aber ich drücke einfach nur die Taste, mehr nicht. Wenn das Drift wäre, dann würde ich mich ja jetzt auch bewegen. Eigenartig. Liegt es daran, weil ein Gegner in der Nähe ist? Nee. Sehr strange. Da ist ein Gegner. Oh Wort, kommst du nicht mehr durch? Tja, Pech gehabt. Na, was haben wir denn da so Feines? Noch mehr Kohle, okay. Da ist ein Ausgang, glaube ich. Aber warum ist da ein Laser in diese Richtung gewesen? Eine Münze. Die wird für irgendwas toll sein, wenn die da so versteckt ist. Oh shit! Sag mal, was war das denn für eine Trollscheiße? Weißt du, sowas kennt man auch von irgendwelchen anderen Spielen, vor allen Dingen von älteren Spielen, wo dann die Entwickler Trolle waren. Oh hey, du hast es geschafft, diesen Gegner zu besiegen oder du hast es geschafft, hier auf diese Stelle drauf zu springen. Ja, Pech gehabt, jetzt kommt ein Geschoss aus dem Nichts. Besonders bei irgendwelchen Arcade-Spielen ist das so, glaube ich, gewesen. Wo du dann irgendwelche Gegner aus dem Nichts kommen hast oder Geschosse oder sonst irgendwas und ob, ja, jetzt bist du wieder gestorben. Schmeiß nochmal 10 Cent oder 50 Cent oder was weiß ich was rein, damit du dann halt ein weiteres Leben hast oder ein weiteres Continue oder so ähnlich. Okay, jetzt werde Licht. Das dunkle Grab hat soeben ein Fenster geöffnet. Ich habe noch so eine Statue für Verteidigung bekommen. Okay. Cool. Huh. Da oben ist wieder so eine Glocke. Oh, ich weiß nicht, ob das gerade der Hunger ist, aber ich habe echt ein merkwürdiges Gefühl. Westgarten. Ich habe ein echt eigenartiges Gefühl gerade. Es ist, oh, sich sehr, 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 sehr strange und irgendwie unangenehm gerade an. Westgarten. Okay. Was zeigt denn das Teleskop? Was sind das für ein komisches Krokodil da unten?
Ich gehe mal davon aus, wenn ich hier dran gehe, ist dann quasi gespeichert, ne? So ähnlich wie jetzt, wie wenn du jetzt beispielsweise bei Dark Souls am Leuchtfeuer mal eben kurz rastest, dann hast du ja quasi auch so ein bisschen gespeichert, ne? Dann würde ich sagen, mache ich hier Ende. Ich habe gesagt, ich mache eventuell heute kürzer, je nachdem, wie gerade das mit dem Rücken und so weiter ist. Rücken hat jetzt gerade nicht so ein Problem gemacht, aber ich habe echt ein eigenartiges Gefühl gerade im Bauch. Ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung, vielleicht habe ich gerade einfach nur mega Hunger und das fühlt sich gerade sehr strange an. Es ist auf jeden Fall, weiß ich nicht, fühlt sich leicht flau irgendwie an. Ich hoffe einfach mal, dass der morgige Tag besser sein wird als der heutige. Oh, ist das ätzend. Oh, vor allem mit dem Internet und allem. Oh. Ich hoffe, der Rest des Tages wird besser. Ich hoffe sehr. Naja, gut. Wie gesagt, ich mache dann jetzt die Finito. Gucken, eventuell mache ich vielleicht morgen ein bisschen weiter mit dem Spiel hier. So zwei Stündchen und danach mache ich dann wieder Entropy. Für den Rest des Streams. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Aber wie gesagt, ich mache jetzt hier erstmal finito. Wünsche euch noch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Hoffentlich dann auch mit weniger Problemen. Bye bye.